3, 2, 1. Ich geh mal pinkeln. Okay. Es ist der 20. Januar. Die Welt schaut auf das Kapitol in Washington, D.C. Denn dort wird der 45. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt. Peter Georg Herpes Smith. Die Amtseinführung hat mit 8.000.982,7 Menschen die meisten Zuschauer aller Zeiten. Nach Präsident Elvis Presley haben die USA nun den zweiten Präsidenten der Geschichte mit einer bemerkenswerten Betonlocke. Besonders bewegend, der klassische Tanz des neuen Staatsoberhauptes am Abend der Vereidigung mit seiner Frau, Pramalia Smith. Ich mache jetzt erstmal die Ansage, ihr Fotzen. Es brennt, kommt alle aus dem Haus. Ich hätte ja gerne deinen Arsch umschlagen. Sepp hat gerade. Kommt alle aus dem Haus. Was ist das? Ist das so ein Weihnachtslied, oder nicht? Der neue Weihnachtssong, ey. Sepp! Der neue Song der Feuerwehr. Nee, ihr kennt doch hier, wie heißt der Rolf Zukowski und die Freunde, die singen das dann. Wow! Beste Facecam. Facecam, Killcam. Beste Facecam, ne, gerade ist sicherlich nicht die beste Facecam, gerade ist die schlimmste Facecam. Wenn ihr einen Tag lang ein anderes Geschlecht wäret, was würdet ihr anstellen? Ja cool, dann würde ich probieren, einen Abend lang, wie easy das wirklich ist, for so mal einen Abend, genau, komplett for free wegzugehen. So. Und dann gerätst du an Sonnen, Sepp. Ja. Dann gerätst du an Sonnen im Club und so weiter, mitten auf der Tasse, dann komme ich immer ganz zwei Getränke holen, dann kommst du mit zwei Wodka Tonic oder so wieder und fuck dann erstmal 6 Euro. Ja, und dann kosten die eigentlich nur 3. Ja. Ich wollte gerade sagen, die haben noch UAV. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Ich fang einfach mal an. Oh no! Wo? Polizeiauto, Polizeiauto. Was denn? Oh. Jess! Was? Was? Wo ist der denn? Vor allem schießt doch einfach auf das Auto, schießt auf Leichen und. Du hast gesagt Polizeiauto, da hab ich schon vorgeschossen. Und ballert halt volle Kanne drauf. Ja, vorschießen, macht man das doch. Was ist die Leibspeise von Tallahassee aus dem Film Zombieland? Döner. Ja, das hieß so. So, 20 Sekunden noch. Döner! Kann ich noch genau die Szene erinnern, wo die den Wagen aufbrechen? Dann ist wohl kein Döner drin. Sexy Bär. Sepp ist auch noch auf dem Dach. Sepp und Dalo auf dem Dach? Mhm. Telefon? Nee, Dalo ist runtergegangen. Weil das war Sexy Eyes. Ah ja, Telefon, alles klar. Warum lebst du noch? Also. Jetzt geht auf das Telefon. Jonathan Apelt? Nein. Und hopp. Nein. Ich riech ein bisschen am Boden, da hab ich 5 Pfennig verloren. Hä? Lass erstmal testen, ob das Ding fährt. Das ist doof. Oder ich fahr mal. Oh no, das ist nicht. Okay, es ist weg. Es ist weg. Nein! Dann bin ich bestimmt irgendwas zur Unterhaltung. Ist das ja. Eine Frage gewesen? Ich bin irgendwann zur Unterhaltung. Ich komme in einer Unterhaltungssendung vor. Das ist jetzt wieder eine etwas andere in einem Frage. Unterhaltungsmedium. Ein Gott. Ja. Auch ein schönes Spiel. Kann Jay einen Satz formulieren oder nicht? Herzlich willkommen zu Kann Jay einen Satz formulieren oder nicht? Ja, schön. Aber wir sind doch selber von. Wir hätten. Das wäre nix, da wäre doch nichts passiert. Wir waren doch voll safe. Also das Thumbnail war gut bei dem Payday-Video. Der Titel war so halb gut. Da fehlte nämlich der Spieletitel leider. Da steht doch World War. Alter, das ist so wie Warhammer, ey. Tut mir so leid, liebe Zuschauer. Die Facepalms.
Aspirin an zu wird halt gut verkauft. Alter, du hast da angekillt und das war. Was? Ja. Außen, der Leute geht treibt Leiter nach oben. Alter, was ist los hier? Leiter oben hin. Ist ja geklettert. Viele Alter, leben noch von Schrapfer. Dir. Hallo? Weil der flog halt so schnell wie ein Fahrrad fährt mit dem Auto. LOL. Owen Hart, hat er mehr oder weniger als Narcotics Anonymous? Das ist so wie Alkohol, also wie Alkohol Anonymous. Wie heißt das? Ah, die anonymen Alkoholiker. Ja, genau. Im Englischen heißt das Alcoholic Anonymous oder sowas. Mein Gott, ich kann gerade keine Anonymous. Für eine Nacht im Februar verwandelt sich der kleine Provinzort Los Angeles zum Zentrum der Welt. Die Oscar-Verleihung steht an. In diesem Jahr gewinnt unter anderem Apo Red den mit einer Freiheitsstrafe von 7 Monaten auf Bewährung dotierten Preis in der Kategorie Beste Realsatire. Digga Red. Die Academy Awards stehen damit in direkter Konkurrenz zum sehr guten und sehr seriösen Webvideopreis. Auf den freuen sich nämlich alle schon. Vielleicht könnte man 2018 ja den Papst nominieren, damit er vorbeikommt. Der hat ja auch einen YouTube-Kanal. Aua! Ich hab doch noch gar nicht angefangen. Jetzt kommt ne blaue! Das ist ja wohl ne... Das ist ein Skandal! Das war nicht das Mittelmann! Mann. Deswegen hab ich jetzt verloren! Nur wegen der Blauen! Das ist oh, Mann. Kurz bin ich nicht erster Mann! Der ist so traurig gewesen, man hat's gehört an der Aussprache. Das ist der gewollte Farbe. Es ist ein Skandal! Darf deine Hand ganz feste drücken? Klar, ja, die braucht nur zum Weg zur Arbeit. Das ist mein Finger! Nächste E-Mail. Habt ihr Erfahrungen mit Leuten, die wiederholen mussten, beziehungsweise selber Erfahrungen damit? Ich habe die 11. Klasse wiederholt. Lag's auch an Spanisch, dass du wiederholt bist? Nee, an Spanisch zum Glück nicht, aber ich mich schon. Ich denk mal, das wird andere Gründe gehabt haben, aber hast du irgendwann mal den Gedanken daran, dass du dumm bist? Also, wenn ich jetzt. Also, Nein, nicht, dass du dumm bist, sondern... Ich fühle mich immer noch so ein bisschen beleidigt. Wie war die Frage? Ja, alles klar. Ach so, alles klar. Ja, ich weiß ja, warum das bei mir leckt. Wahrscheinlich kackt hier gerade irgendwas in meinem Internet ab. Oh no, jetzt bin ich fuck, dass man das Zuge kommt raus. Das heißt, jeder... Wir sind eigentlich gleich kacke. Ja, nee. Ich würde auch mal. Lol, Alter, Sepp. Ich werd gefickt. Drück mal K, das ist der Mega-Boost. Meine linke Brust ist weg. Lol, du hast Selbstzerstörung. Du Ficker. Du Ficker, Jay. Du Ficker. Das hat funktioniert. Sepp hat echt K gedrückt. Ich hab auch K gedrückt. Du Ficker. Nein. Jay liegt hier tot. Jill liegt hier tot. Mir auch nicht. What the fuck? Dinge, die ich am PC mache. Fotzen anrotzen. Fotzen. Nee, nicht so Fotzen anrotzen, da steht ranzoomen. Also Fotzen anrotzen ist auch okay, aber ranzoomen steht da, Herr Lenz. Mein eigenes Gehirn macht mir echt Sorgen, weil ich immer an sowas denken muss, aber ich hab's besser aufgeschrieben, bevor ich da gar nichts stehen habe. Also schwarze Witze finde ich echt nicht so witzig, aber schwarze Frauenwitze? Ich hab eine Fackel in der Hand, ich also nicht mit der Fackel in der Hand. Okay. Die anderen sind ja, alle Feinde. Okay, da wo bist du? Ich kämpf hinter der Mauer der mit einem. Wer ist das? Alter, das ist Jill! Jill, du hast mich gekillt! Ich dachte, ihr habt gesagt, alle sind nur nicht Gegner! Nicht Jill mit der Fackel in der Hand machen! Ja, das ihr habt gesagt, dann alle sind Gegner! Ja, und abgesehen von dem mit der Fackel waren die Worte. Ich dachte, Christian wäre schon tot! Oh, es tut mir leid! Hast du keine Atmung? Oh, Leute, ich nehme auf. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen.
Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Melbourne, Australien. Am 26. März beginnt die neue Formel-1-Saison. Mit dabei ist Rookie Dennis Brammen, der im Team Oak India neben Pastor Maldonado an den Start geht. Die beiden Teamkollegen harmonieren von Beginn an miteinander und räumen im ersten Rennen alle anderen 20 Fahrer ab. Alles klar, Brammen, bist so ein blöder Wichser, weißt du das? Trotzdem wird Brammen am Ende mit über 3 Minuten Abstand nur Zweiter. Einen Tag später beendet er seine Karriere. Er will sich in Zukunft lieber wieder auf den Geschlechtsverkehr konzentrieren. Fadagami-Schnittchen, Trash Night. Mit dem Hallo. Ja, ich dachte, ja, wo bleibt ihr hier mit allen und die Ich bin dabei. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Peace Meet Kommentare, Mann. Jonathan Abelt. Alles klar, danke. Tschüss. Boah, ich muss doch. Ruhig, ich hab den Bram verpasst. Nein, zwei. Ich seh den Bram schon fast. Jetzt muss ich hier runter. Ich hab. Nein! Ich hol den Bram gleich! Ich hol den Bram gleich! Ich hol den Bram gleich! Ich hab irgendwas abgebaut! Gleich bei Bram! Kacke! Ich hab ihn gleich! Ich will sitzen! Alter! Schneller! Weiter Platz! Weise. Was? Ich hasse es. Ich bin hängen geblieben an der Map. War nicht die gleiche Map. Das ist ja wohl ein Scherz! Ich hab keinen Bock mehr, Mann! Jay, wenn du keinen Skill hast, ist ohne okay. Scheiß! Was hat er denn da? Sepp, warum baust du hier Hakenkreuzautos? Was denn jetzt nicht geht so? Was? Das sind Schuhe! Aber ich könnte echt mal wieder zum Sport gehen. Deswegen lege ich mich jetzt so ein bisschen hin, schlafe. Wir haben die Verfolgung aufgenommen. Brennendes Piratenschiff. Ja. Da steht einer auf dem Wasser, da ist Jesus. Links ist Jesus. Ich schieße ihn ab. Ich schieße ihn ab. Boom. Nein. Peter! Das ist kein Kreis, Peter! Du kommst nicht immer auf deiner Seite aus! Peter! Hey, der Mann immer wieder gesehen! Tschüss! Peter! Komm zurück! Ich kann nicht mehr zurückkommen! Okay, es dauert doch länger als ich da. Der letzte Satz ist einfach der beste, der beschreibt es. Jeder, der schon so Fan ist, ein Muss. Hä? Moment, da steht ja, deswegen weiß ich ja auch, warum der Buch ein geniales Meister ist. Ja, ich weiß, die Frage, die sich mir bei Rico Hensch jetzt geschrieben hat, Jay, ist das dein Pseudonym? Nee, aber wo sind wir denn jetzt? Bei Rico Hensch, ein geniales Meisterwerk. Ich spring doch gar nicht. Der spricht doch überhaupt nicht. Ein geniales Meisterwerk. Ein geniales Meisterwerk, der letzte Satz. Bei mir steht, danke euch. Ja, Jay, kannst du bitte einfach die Aufnahmen beenden und disconnecten? Da steht jeder, der so... Tut mir leid, das steht nicht bei Rico Hensch. Nee, genau. Doch, da steht bei Rico Hensch, steht jeder, der schon so Fan ist, ein Muss. Nein! Wie nein? Achso, doch, das stimmt. Okay, das stimmt. Nein, das stimmt. Aber boah. Peter ist der, der aufnimmt und Peter hat einfach ein Meisterwerk genannt. So, ein geniales Meisterwerk, weil es in der Überschrift steht. Achso, ja. Das habe ich nicht gelesen. Ich habe ja nach Meisterwerk gesucht in den Kommentaren und da steht es drunter, tut mir leid. Hier ist Blut. Rechts von euch. Hier ist dann Wald. Oh shit, Sherlock. Wenn er so einen Zahn abbricht, wie macht man das denn in einer Viertelstunde wieder heile? Ja, ich bin angeklebt. Fertig. Da ist der Fett zum Obi! Was ist das? Klar, Jay ist betrunken. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wow. Haut rein. Weil das ist einfach Ende bei Jay.
April 2017 gelingt Tittenfick Lenzen die Erfüllung des größten Traumes der Menschheit. Nach einem erfolgreich bestandenen Parabelflug fliegt er nur wenige Tage später zum Mars. Er will der erste Kölner auf einem fremden Planeten werden. Nach einem defekten USB-Slot in seiner selbstgebauten Hakenkreuzrakete muss er allerdings auf dem Marsmond Phobos notlanden. Experten sind sich sicher, der ist raus. Okay, der ist nice. Will den Stern nicht. Willst du den Stern nicht? Das haben die sich früher auch gedacht. Oh no, das hat Alter, genau Peter. In der Luft getroffen. Oh no, Alter! Und ich laufe aktuell noch. Lass mich mal runter, ich guck hinten bei dem Spawn. Okay. Am Fenster steht nein, er an der Brücke. Von hinten beim Spawn kommt einer. Oh, das verdammt, ey. Was macht ihr denn da? Wer halt der Schlechteste eurer Meinung nach ist. Boah, das ist aber echt schwer. Blende ich euch als Feedback dann jetzt hier nochmal ganz kurz ein. Und... Hallo liebes Pizza-Team und eventuelle Gäste. Ich leide seit 5 Jahren an Depressionen und anderen psychischen Krankheiten, extreme Berührungs-, Vertrauens- und Sozialängste. Das ist direkt schon die erste Frage. Also, hast du nicht ein bisschen Schiss, das gerade uns zu schicken? Ja, weil wir solche Sachen immer auseinandernehmen. Nein, wir doch nicht. So, nun stellt euch das mal im Alltag vor, wenn ihr Angst habt, bei McDonald's oder ähnliches was zu bestellen. Kennt ihr Leute mit psychischen Krankheiten? Entfernte Bekannte? Habt ihr Selbsterfahrung mit dem Ding? Ich würde jetzt ja erstmal eigentlich ihm raten, zu einem Psychologen zu gehen. Wie also, machst du das, wenn du den anrufen kannst? Wenn ich über Jahre an wenn ich über Jahre an Depressionen leide, dann ist doch, was ist denn für ein Leben? Das, zack, schreibt sie uns eine E-Mail und schon kommt der erste dumme Spruch. Nee, also das wäre ja nix für mich. Also da hast du mich dir zu. Für mich wäre das jetzt auch nix. Ja, ich muss jetzt zum Psychologen gehen. Nee, also Depression wäre ja jetzt nix für mich. Das ist Abfall. Hey, deiner! Nein, der ist deiner. Nein, der ja, ist was deiner. Denn jetzt, Alter? Ich hab wirklich keinen getroffen. Alter. Ich hab keinen getroffen. Nee, wie heißt denn dieses eine da hier? Rasselbande. Nee, wie heißt das mit den beiden Ochsenknecht-Brüdern da? Vorstadt-Kids oder so? Nackt und angekackt. Jeder versucht, dich zum Lachen zu bringen. Ja, los. Okay, Jay. Hopp. Du bist kompetent. Okay, dafür hast du ja natürlich schon mal nichts verdient. Ey, vielleicht hätte ich noch eine Oak-Lüx. Du musst versuchen. Jay ist schwieriges Comedy-Publikum. Ich muss jetzt eh jemanden anrufen, ja? Ich mute mich dann mal und, Jonathan Apel. Hallo Kinder, ich bin der Peter. Alles klar, danke, tschüss. Okay, ja, ich bin wieder da. Wie heißt der Hund von Idefix? Oh, der Hund von Idefix? Scheiße, falsche Frage. Lisa hat die Antwort gemacht. Wie heißt die größte Insel Kreta? Kreta. Ach, Griechenland. Griechenland. Oh, Leute, Alter. Ich hab gar keine Batman-Mütze, fällt mir. Die hätte ich heute anziehen können. Das wäre vielleicht im Anlass etwas passender gewesen. Egal. Oh mein Gott. Was ist los? Ich muss kurz AFK, aber die Zeit läuft weiter. So. Das ist ein bisschen eng, das Kostüm, ich weiß. Ich mag das, wenn es im Schritt zieht. Weil das Problem ist einfach, dass ich mittlerweile richtig viel Zeit und ich werde mich folgendermaßen fortbewegen. Und? Wie zur Hölle willst du lenken? Weiß ich noch nicht. Ich habe noch keine bessere Idee gehabt. So, jetzt sind wir wieder da. Lol. Morieux, you died when entered in the enemy base. Ist so gut. Ich kann nichts tun. Morieux, Peter ich hab killed nicht mal you using your flow. Du hast mir einen geblasen, um mich zu killen. Morieux. Morieux. Seit der IS-Bordstift. Der Stuhl wird, glaube ich, gar nicht rausgekeyt. Was wird rausgekeyt? Das Grün in dem Stuhl von Peacemeat wird gar nicht rausgekeyt, glaube ich, bei mir. Das denkst du nur, weil dein Hintergrund auch grün ist. Und ja, ich bin etwas kleiner. Da habe ich ein Kissen. Achso, nee, das Kissen, das habe ich weg. Man kann versuchen, da was hinterzuhalten. Nee, das ergibt keinen Sinn. Oh Gott.
Hast du gerade versucht, den Stuhl durchsichtig zu machen, Peter? Peter. Boah, der ist mal ein richtiger Knaller. Oh Gott, Mama! Darum singe ich einen Song und feier. Endlich wieder Eurovision Song Contest. Kein Großereignis schmilzt Europa so zusammen wie dieses Schlager-Event der Extraklasse. Für Deutschland geht 2017 das Gesangstalent MC Johnny an den Start und wird grandios Letzter. Es ist die größte Schande für die Bundesrepublik seit der letzten großen Schande für die Bundesrepublik, als Christ den Reichstag angezündet hat. Vier Eck Krabben! War ich denn Mitglied der CDU? Ja. Hui, und ich lebe noch. War ich mal Bundeskanzler? Ja. Und der lebt noch? Wer hat man denn da? Wer lebt denn noch, der Bundeskanzler war? Die sind alle tot von der CDU. Ich hab keine Ahnung. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Pass auf die Mine auf. Mit einem Wasserwerfer. Oh, Sammy! Ich liebe diese Katze. Jay wird. Game? Ich bin im Stress, ich drück alle Tasten. Ich kann mir den Piloten genau vorstellen. Bin ich genau der Richtige, ne? Oh, er hat ja so ein Soundboard mit dabei. Ja. Da war so Ptero, wie heißt die noch? Pterodactylus oder so. Also die Fliegedinger? Aerodactyl? Ja, ist ein Fliegedinger. Fliegedinger? Ja, wenn wir deinen ältesten Verwandten, meinen ältesten lebenden Verwandten dürfte Adolf mein Vater sein, tatsächlich. Den ich, wobei der Verwandte. Ich habe noch irgendwelche Verwandten tatsächlich einmal in. Mein Kanada. Gott! Wie er einfach weiterredet! Und. Du hast welche in Kanada? Ja, ich habe welche tatsächlich in Kanada, aber ich habe die noch nie gesehen. Die wollten so weit wie möglich von Jack. Irgendeine Großtante von meiner Oma ja, oder sowas. Die wäre irgendwo China gewesen. Verstorben. So ein Senkel. Und irgendwas in irgendwo, ich glaube in Afghanistan oder irgendwas. Glaube ich dir. Jay's Family ist ganz daher, groß im Mondpflückergeschäft. Ja, daher kommt das Gen, dass Jay die Welt brennen sehen will. LOL! Was? Was war das denn? Der ist in mir drin gespawnt! Ja, geil, jetzt ist mein Freund. Lol, das war leck! Ah, das ist doch Bullshit, Mann! Das ist so Quatsch, Mann! Ja, komm, jetzt sind vor mir wieder irgendwelche Hurensöhne, ey! Wichser-Masser! Ich hab zwei Wichser für, aber. LOL! Alter, wollt ihr mich voll verarschen, ey! Das gibt's doch! Mann! Ich hab echt keinen Bock mehr! Ich kann durch den scheiß Geist nicht durchschießen! Da vorne sind sie! Bram! Das ist fake! Das ist fake! Das ist fake! Alles klar. Ram, viel Spaß beim Sterben. Aber unser Unglückspeter hat heute richtig hart gewonnen. 47 Punkte, yes! Nice one, ey. Ich gehe darauf erstmal cutten! Ja, Glück auf, Peter. Nee, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für diese Info. Sie soll als unerfolgreichste Militäraktion in die Geschichte eingehen. Im Juni 2017 fällt Peter Smits als Ein-Mann-Armee auf Hawaii ein. Er versucht mit Hilfe geleaster Schusswaffen die Macht an sich zu reißen und die Inselkette zu übernehmen. Doch der Putschversuch geht schief. Beschämt reist Smits ab, aber er hat einen neuen Plan. Australien. Das müsste auch mal gesäubert werden. Hätte jetzt einfach mal, ich geh nicht ins Haus rein, da sterbe ich nämlich die ganze Zeit auf dieser Reling. Immer auf dieser Reling. Ich werde diese Reling jetzt meiden, als wäre sie Herpes. Herpes ist doch der zweite Vorname, Peter. Peter Herpes Smits. Peter Georg Herpes. Ja, dann wär's mein dritter Vorname. Ja, stimmt. Wobei dein erster Vorname ist Peter Georg, als ein Wort. Peter Georg. Guten Tag, mein Name ist Peter Georg. Ach, Christian ist aus. Och nein. Christian einfach flankiert den Sepp. Darauf erstmal ein Oettinger, ey.
Ich spiele meine geheime Fallenkarte. Ja, Moment, wenn Sepp tot ist, musst du doch seine Karte aufziehen. Hä? Was ist das denn? Wer hat denn gemischt am Anfang? Wow, Leute. Wow, was ein geiles Spiel. Wer hat denn den Trainer rausgewischt? Wer hat denn den Trainer rausgewischt? Ich dachte schon, warum willst du mich angucken? Kein Wunder, dass das Spiel so komisch war. Wer hat denn das? Wir haben das doch vernünftig vorhin raussortiert. Du hast das gemacht. Ich hab das mit Christian zusammen raussortiert. Jay hat gerade einen gemacht. Sepp! Mit einer Taube, die kam von runter. Einer Tomate. Ja, genau. Sepp war geil, wie man nur. Der ist an dem kaputten Haus. Oh Gott, Christian! Christian ist es! Christian ist es! Oh Gott, von Christian! GZ! Ei, verstehe. Wer ist hier der Boss? Nenne einen anderen zu deinem Boss und erzähl ihm einen Witz. Ey, Sepp? Ja? Bist jetzt mein Boss? Na, erzähl mir mal einen richtig geilen Witz, Peter. Kommt eine Frau zum Arzt oder so? Was sagt ein Hai, nachdem es einen Surfer gefressen hat? Ah, Hai. Nett serviert so mit Frühstücksbrettchen. Der war mega mies. Aber das Schlimmste ist, dass Sepps Antwort war, ah, Hai. Seid ihr beide oder was? Nee, Sepp kann mal schön weggehen. Du scheiß Fliege. Dann bleib einfach weg. Verpiss dich! Ja, du scheiß Fliege! Dann muss Christian oder Sepp ja der andere sein. Wenn Bram wirklich tot ist. Da fliegt die Fliege mir auf der Hand, wo die Maus ist. Das ist mega kitzlig, ey. Du scheiß Fliege. Das wird echt so sterben. Du Kackfliege. Wir haben ja bei unserem Haus so verfickte Mülltonnen, die nicht so graue, grüne, Wir haben ja bei unserem Haus so verfickte Mülltonnen, die nicht so graue, grüne, gelbe und so weiter, sondern so eine riesige, einfach alles in den Müll packen Mülltonne. Kein Wunder, dass hier alles voller Fliegen ist. Aber du warst schon wieder in der Brücke, weißt du? Glaubt ihr? Dass Dalu mich nochmal schlagen kann in First-Person-Shootern? Nein, du hast ihn nicht. Ich glaube nicht, Freunde! Warte! Wow, da hat einer wirklich auf das Fass geschossen. Dass du da einen afroamerikanischen Menschen spielst. Ja, aber nur auf dem leichten Schwierigkeitsgrad. Wenn du auf Mittel oder Hoch stellst, dann wird er weiß. Der ist mir schon, während du geredet hast, eingefallen. Wenn man auf die Facecam geachtet hat, dann sieht man, wie so meine Mundwinkel so hochgingen, als der nicht eingefallen ist. Hamburg im Ausnahmezustand. Beim G20-Gipfel in der beschaulichen Großstadt im Norden der Republik treffen sich die 20 einflussreichsten YouTuber Deutschlands, um über wichtige Themen zu diskutieren. G20-Gegner fordern lautstark die Abschaffung von React-Videos, um die internationale Ordnung wiederherzustellen. Doch damit stoßen sie auf taube Ohren. Schlimmer noch, am Abend versammeln sich alle YouTuber in der Elbphilharmonie für ein Massenreact zu dem neuesten Video von Katja Krasavice. Hallo meine süßen Mäuschen, ich bin's wieder, eure Katja. Das weiß man doch. So, guck mal, wirf, schwarzer Mann. Schade. Jetzt komm, tu mal weg da. Schwarzer Mann. Da, ich werde dich kaputt machen, indem ich dich zum Lachen bringe. Alter, wir sind aber auf Hawaii, sind wir auf so einer Tour gewesen, auf so einer Bustour und da waren zwei Nutten dabei. Safe waren da Nutten. Schwarze, dicke Nutten. Warum waren denn da Nutten bei? Weiß ich nicht, die müssen ja sich auch Kultur geben. Wir haben die ganze Zeit so Fotos gemacht. Ich glaube, für deren Seite, wo man die bestellen kann. Das ist so mein Tipp auf jeden Fall. Peter hat die ganze Zeit bestimmt verfolgt. Föderationsschiff. Ey, kenn ich. Sie oder das ist mein Sie Vater. Werden zerstört. Sie haben 30 Sekunden. Kein Wunder, dass du so hässlich bist, ey. Das ist ja unglaublich. Heute werden wir ein Teamspiel machen. Und zwar werden wir heute ein Baggergerät bauen, wo der eine das Ding fahren wird und der andere den Kran bedienen wird. Kranplätze müssen verdichtet sein. Was ist das denn?
Was? Das fällt einfach um. Jetzt guckt ihr die Scheiße an. Ja, das finde ich voll geil. Dass eure Stelzen falsch eingestellt sind, finde ich voll nice. Die sind nicht falsch eingestellt. Wieso fahren die denn aus, wenn wir den aufbocken? Weiß ich nicht. Sollen wir nach Hause fahren oder was? Ja, weil das cool ist. Das ist überhaupt nicht cool. Klar, Mann, das ist mega cool. Werde ich aber ein bisschen wild hier. Langsam. Guck mal, das meinte ich mit Stabilisator. Ach, Mensch, hör auf. Da links ist einer, Dalu. Jetzt direkt. Okay, dann nicht mehr. Der da oben ist tot. Aber der da unten nicht. Fuck. Da hinten am Ende des Ganges. So weit weg ist der. Ja, das ist ganz schön weit bis zum Ganges. Oh, oh, der nächste von Batman, der ist, glaube ich, ziemlich serious. Oh, der hat auch von irgendjemandem von uns ein... Die erste Antwort. Was? Nachname, du ich hab mir nicht mal den Kommentar durchgelesen. Einfach nur riesig. Und dann du geil und du. Oh, ein Traitor war dabei. Also Sepp oder Jay. Dann viel Spaß beim Kämpfen. Oder beim Wiederbeleben. Wir hatten echt so viel Spaß mit dem Aufzug. Keine Ahnung. Sagt der mit einem Grinsen. Das ist dein scheiß Ernst. Alter. Okay, Dalu verarscht Jay. Dalu ist der andere Trader. Dalu, ich hasse dich. Ich hasse dich so unfassbar, Dalu. Hey, Peter? Was ist das denn? Weiß ich auch nicht. No. Da ist endlich der scheiß Spasti, der mich blockiert hat wie Scheiße. Sorry, was ist hier passiert? Jetzt soll ich der Typ macht mir ein bisschen Sorge, der ZBZ Now. Ja, scheiß auf den. Den schießen wir einfach nieder. Ja, aber wenn wir jetzt losrennen und der uns in den Rücken schießt. Der rennt uns hinterher, Jungs. Er tötet mich. Was ein Arsch. Er hat mich getötet und ist wieder reingerannt. Was ist denn Wichser? Bitte save mal die Leiche. Ich bin jetzt ganz woanders gespawnt. Ach, du bist jetzt bei deinem Plünderer-Ding gespawnt. Ich bin jetzt beim Plünderer-Team gespawnt. Muss jetzt einmal komplett über die ganze Karte laufen. Oh Gott, was machen wir denn jetzt mit dem Typ, ey? Kann der nicht sich verpissen? Also nicht, der wird gleich, wenn wir loslaufen, direkt wieder aus der sicheren Zone rausgehen, einen wegschießen und wieder reinlaufen. Wir müssen eigentlich aus der sicheren Zone raus und auf den zielen und warten, bis der aus der sicheren Zone ist, weil sonst kann der Sepp jetzt wieder killen. Jetzt! Nee, doch nicht. Ich bin raus. Ich jetzt auch. Du weißt halt nicht, wann er raus ist. So, loot dich, Sepp. Ich hab den Blick. Okay, ich hab Sepp, alle Items. Wer denn? Okay, wir gehen wieder in die Safe Zone. Eigentlich sollten wir jetzt jeder in andere Richtung. Wo ist denn meine AK? Gehen. Hat einer die AK genommen? Nein. So. Ah, ne, dann nicht die. Das, was du jetzt machst, ist ein Fehler. Sepp! Alter, bist du ein Knallkopf. Das ist ja nicht dein scheiß Ernst. Alter, das war richtig dumm. Warum? Der kann, hätte dich ja vorher auch abknallen können. Nein, da haben wir den alle im Visier gehabt. Wir haben uns um den aufgebaut. That was really funny. Wie er sich kaputt lacht. Was für ein Spaß. Wie jedes Jahr im August findet auch 2017 die Gamescom statt. Neben vielen schwitzenden, dicken Gamern sind natürlich auch die Jungs von Pizmeet vor Ort. Da YouTube ja kein richtiger Job ist, sind dies die einzigen Tage, an denen sie tatsächlich arbeiten. Anschließend geht es für die Jungs in ihren wohlverdienten Urlaub. Sonne, Strand, Meer, ein wahres Paradies für die von F1 2017 geschundenen Körper. Okay, was ist das? Es könnte ein Vogel sein. Aber das da vorne ist doch ein Schnabel, oder? Oder soll das eine Nase sein? Ist das vorne ein Schnabel oder eine Nase? Das ist eine Nase. Man könnte auch sagen, es ist ein Schlauch. Ach, eine Wanderung. Ein Bär. Nein, welches Bär hat denn Schlauch als Nase? Ein Ameisenbär. What the fuck? Das ist ein fucking ein Elefant, der am Boden liegt. Oh mein Gott. Oh lol, hier ist vorne. Oh mein Gott. Alter, was ist das denn? Peter, das ist ein Moskito. Ein Moskito. Ach lol, das ist eine Mücke. Das ist eine Mücke. Das ist doch keine Mücke. Das ist, glaub, ein Elefant. Fledermaus? Ja, Elefant ist es dann. Also. Sehr gut. Alter, das ist der hässlichste Elefant, den ich je gesehen habe. What the fuck, einfach nur? Ja, was ist denn das für ein Vieh? Eine Mücke machen hier. Oder scheiße, sieht aus wie ein Moskito oder wie ein Insekt. Nur weil das eine 44 streckt, hör doch mal auf, die zu mobben jetzt hier, mein armen kleinen Baby-Elefant. Und der Baby-Elefant, wie heißt der?
Langer Schlauch. Der Fehlefant wird hart rauszukriegen. Der Fehlefant. Alter, fuck you, der Elefant ist voll nett. Das ist ein Fehlerfant auf jeden Fall. Wer ist der andere? Christian. Christian. Auf jeden Fall. Deswegen hat Jamie auch auf 50 HP geballert. Ich hab dich abgeschossen. Was ist denn jetzt passiert? Ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich hab keine Ahnung. Christian ist irgendwie gestorben, ich weiß noch nicht wie. Ich glaube, ich weiß, wo Christian ist. Der chillt gerade. Ein Stück. Keine Ahnung, was hier los ist. Das ist witzig. Das sieht so an, als ob der am Rumcrouchen wäre. Papagei. Was heißt ein Papagei? Oh, das ist ja schick hier. Papaju. Das ist Parrot. Okay. Wenn der Papaju heißt. Ich verstehe nicht, dass die Papagei Papaju heißt. Da ist gar keiner, muss keiner malen. Ich würde sagen, absoluter Bullshit. Bullshit. Also ich hab. Nee, ich hab. Bei der letzten Thrash Night hab ich. Nee, bei der vorletzten Thrash Night. Alter. Ich sag Bullshit. Vorsicht, da kommen Granaten am Anfang. Ich hab da nur wiederholt. Du hast Blödsinn gesagt. Ja, dann bist du. Also, ne? Tschüss. Mod des Monats, August. Platz 1. Jonathan. Platz 2. Jonathan. Platz 3. Jonathan. Es ist ein tragischer Verlust für die Männerwelt. Brammen Heffner ist tot. Der Gründer des Männermagazins Bramboy wird 91 Jahre alt. Jonathan A. ist die letzte Person, die ihn lebend sieht. Mit ihm verbrachte der selbsternannte Sexgott seine letzten Stunden. Brammen Heffners finaler großer Erfolg ist das Online-Portal brammens.com. Ruhe in Frieden, Vigo, Fabian, Quatsch, Heffner. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Mario Kart 8. Heute sind wir nur zu viert, aber wir sind vor der Gamescom, hallo. Deswegen müssen wir ein bisschen tight rangehen, wie bei einem asiatischen Pornografiefilm. Und heute werden wir alle Bowser spielen. Okay, ja. Was? Peter, was hast du in Australien gelernt? Das war sexistisch und rassistisch in einem Satz. Was hast du in Australien gelernt, Peter? Also ich komme aus der Serie Tabaluga, ich bin nicht Tabaluga selbst, ne? Nein, du kommst auch nicht aus der Serie. Ich wollte. Also es gab neben Tabaluga, gab es immer noch eine andere Sendung mit einem anderen Universum, was zu den ähnlichen Sendezeiten lief. Sehr gut, danke schön. Was hast du denn als Kind so früher geguckt, Frau? Ich glaub, ein anderes Info in einem anderen Universum. Ich sag schon mal so, ja, der Thema hat mir nicht so viel gebracht, wie du vielleicht gehofft hast. Okay. Christian hat eine Mail auf mich geschossen. Gut, dann ist Peter der andere. Hier, Dalu. Nope. Leg die Leiche wieder da. Ich bin innocent. Einer von euch ist noch der Böse, Leute. Nix. Okay, Peter. Er wird echt übel, Peter. Ja, weil gleich sich einer ärgern wird. Und ich weiß nicht, wie ich denjenigen jetzt davon überzeugen soll. Indem du einfach herkommst und Peter, du bist der schlechteste Lügner, den es gibt von uns. Okay. Siehst du, guck dir das doch mal an! Nein, okay. Das wieder schon! Wo bleibst du, Peter? Bist du jetzt, also entweder, also ist Jay jetzt wirklich so blöd oder ist Dalu so doof? Boah, Jay ist der Traitor. Komm her, ich muss pissen! Ich muss nicht kommen, ich bin innocent! Deine Mutter! Ja, Jay, ich bin innocent, was soll ich machen? Da oben war er! Wo? Nein, war ich nicht, ich hab mich nicht bewegt! Ich hab deinen Kopf gesehen. Okay, Jay ist der verarscht wird. Okay, der mich den schlechtesten Lügner genannt hat. Ich hab die hochgeworfen. Achso, okay. Jetzt stirb nicht, Dalu! Du wirst sterben, Jay. Nix, ey. Mach keinen Quatsch. Jay sterben. Jay ist mein Mate. Weil ich innocent bin. Dalu, das ist nicht dein scheiß Ernst. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Aber wie du musst nicht wieder lügen. Ja, ist der Wahnsinn. Ich bin der schlechteste Lügner aus dem ganzen Team. Einfach nur. Schade. Ein andermal.
Das ist eine fucking Taube. Also kommt das hier im eine Taube! Die guckt mir an. Sind wir bei. Was? Jetzt hab ich mal einen großen Ich fahr Blauen. Diesmal im Liegen. Ich hab mal meinen Pizmeet-Stuhl nach hinten geklappt und fahr jetzt mal im Liegen. Mal gucken, wie das ist. Ein paar Sekunden später. Mich mal normal hingesetzt, ey. Das solltest du wohl belassen dabei. Alles klar, alle sind fertig. Vielleicht bin ich gar nicht Christian, sondern Darth Vader, der beim Vergewaltigen von Leia ruft. Na, wer ist jetzt dein Vater? Okay. Das ist ja verwirrend. Ich glaube, das ist eher das Kopfkino ausgelöst. Die Deutschland GmbH hat gewählt. Nach einem langen und unfassbar spannenden Wahlkampf fand am 24. September die Bundestagswahl statt und überraschend zieht die Pizmeet-Krötenpartei PKP in den Bundestag ein. Doch die Regierungsbildung im Oktober erweist sich als harte Aufgabe für dieses Land. Wochenlange Sondierungsgespräche mit der CDU und der SPD bleiben erfolglos. Ob das der parteifurzende Peter Georg Herpes Smits gutheißen kann? Heute war doch ein schlechter haben wir einen Lied. Vorschlag adaptiert, ja, der von Nikolas kam. Danke, Nikolas, du geile Sau. Baut er, oder vielleicht Nikolas und es ist französisch. Deine Mutter ist deine Frau. Okay. Bravo, wenn du denn Franzose bist, du gerne Inzest wir hast. Werden dreimal... Du hast die Metro gepickt. Alter, was zur Hallo, ich fahr vielleicht aber links vorbei, ja. Ich bin links. Moment, da ich bin, du bist gar nicht bei mir in der Nähe. Hör auf, so einen Quatsch zu erzählen. Bei mir steht da, Lukas, du hast mich gerade weggerammt. Sonst Schwachsinn, du bist bei mir nicht mal da. Du bist da, Lukas, hier vor hinter, mir. Platz vor mir 15, ist, da, ja, ich bin aber 13. Was reicht da, Lukas, du bist vor mir. Du bist 7, oder? Nein. What the fuck, vor mir steht da, Lukas. Das ist so buggy. Ich krieg Doppelpunkte am Ende, wenn ich. Alter, was war das denn für Quatsch? Ich bin überall. Also, ich bin. Der echte Dalukat ist 11. Also, ich liefere mir gerade ein Battle mit Dalukat, der 7. ist. Auf der langen Geraden nach dem Stellen. Da wird es im unsichtbaren Auto der Reifen gewechselt. Ja, genau, Dalu steht bei mir an der Wand. Ja. Da ich wollte den da gerade vorbeilassen, aber der hat Dalu, fährst du gerade? Ja, genau, ich bin on the road. Schon wieder Dalu! Ich habe ihn da vor 2 Sekunden zweimal Dalu gesehen! Und bin an ihm vorbeigefahren, aber du weißt nicht, wer der echte ist, selbst. Der eine steht an der Wand und der andere kommt aus der Box, ich dreh durch. Ich sehe dich, ich bin zweimal hinter dir. Hinter mir fährt Dalu und ich bin auch Dalu. Und ich sehe dich. Alter, ich sag das. Bist du sicher, dass du selbst auch Dalu bist? Okay, Christian lebt noch. Ja, ja, ich weiß. Keine Ahnung, wo der ist. Das heißt aber, der kann sich auch denken, wo die Leiche von Sepp ist. Ja, dann lass doch die Leiche sichern. Ja, das war auch mein Gedanke. Wo ist die Leiche? Pass mal ein bisschen auf, Peter. Ja, der kommt mit dem Auto! Ach ne, Quatsch, das geht nicht. Der ist unten drin, pass auf, der kommt mit dem Auto! Der kommt mit dem Auto. Ich dachte gerade, Christian sitzt drin. Und der kommt da angefahren. Aber euch ist noch nichts explodiert, oder? Hier brennt einfach nichts. Gerade nicht. Da brennt was! Da passiert was! Weil der brennt was! Da links der schwarze, der aua, jetzt hast du mich platt gefahren, bitte! Ja, aber ist dir egal! Geh weg! Wenn du überleben willst, renn! Ich will jetzt, nein, ich muss die beste Sicht haben! Jetzt kann ich nicht mehr fahren, weil der Auflieger mich blockiert! Nein, ich will jetzt hier auf der besten ich kann Sicht! Nicht mehr Jungs, jetzt geht gleich los! Was ist jetzt los? Passiert da endlich was? Muss ja aber gehen, Karl, aber geht einfach nicht! Das sind richtig die viele Dinger. Aua! Voll ab hier. Aua! Ich bin runtergefallen. Voll, jetzt brennt er weiter. Er hat aufgehört zu brennen. Das gibt's doch nicht. Der hat aufgehört zu brennen. Der hat aufgehört zu brennen. Okay, ich bin jetzt auch auf Heiker getroffen. Ich lehne mich mal zurück. Das heißt, ich komm gleich ran. Komm bitte, bitte. Was macht er denn jetzt? Hol vernünftig auf. Ja, ja, ja. Oh, Jack! Was macht meiner denn jetzt? Meiner fährt hier wieder hoch. Ich hab den Kopf abgerissen! Im Görlitzer Park in Berlin wird ein verwahrloster und von oben bis unten eingekoteter Peter Georg Herpes Smits gefunden. Wie sich später herausstellt, ist er ein Konsument einer neuen, schwer abhängig machenden Designerdroge, Schaschlik. Nach einer Magenabsaugung stellen Experten fest, dass Smits mindestens 34 Stück der Fleischspieße und 2 Sambuca konsumiert haben muss.
Junkies sind empört. Peter Georg werfe ein schlechtes Licht auf die deutsche Drogenszene. Warum steht hier ein Penis? Der Penis! Wie beleidigst du denn meinen Wagen? Könnte auch, man könnte. Wieso ist da Bram? Alles klar! Wo kommt der denn jetzt her? Und da fährt er ganz beschämt wieder weg. Dann war meine zweite Trailer-Runde. Aber du kannst da nicht hoch. Obwohl das so aussieht, als wenn du einfach hochspringen kannst. Du kannst nicht vom Balkon auf die Reling springen. Von dem Kran auf die Reling springen. Punkt ist nicht machbar. Ich doch, das geht bestimmt. Ja, genau da. Ja, probiert aus, wenn du auch schnell schaffst in 5 Sekunden. Ja, no. Nein, das geht auf keinen Fall. Fast try, Alter. Ich bin wirklich verkackt. Warum hat Jay, möchtest du mal kurz übernehmen? Warum hat Jay von Pete's Meat kaum Haare? Ist es einfach nur etwas früher Haarsfall oder wieso hat er so wenig Haare? Mr. Hellscream hat gesagt, okay, also ist kein Modetick oder so. Weil der sieht erst aus wie circa 30 und Haarausfall ist ja normal erst mit 50. Du sahst vor 2 Jahren schon aus wie 30, Jay. Ich oute mich jetzt, ja. Ich gebe öffentlich zu, ich rasiere mir die Geheimratsecken aus, ja. Ey. Das ist ein Modetick bei mir. Boah, kannst aber viel Pommes holen, ey. In Runde 2. Ich hab schon ewig keinen Schaschlik mehr. Spezial. Was ist das eigentlich für eine Scheißsituation, ey? Schaschlik? Schaschlik hast du dich ist selber mega gemacht, geil. Alter. Kommst du jetzt auf Schaschlik? Mann. Schatz, wenn Schaschlik. Du das hier siehst, dann mach wieder Bock auf Schaschlik. Okay. Pommes sind nicht so geil. Nein, Pommes Bude, der Scheißschaschlik ist nicht so geil. Nein, komm mal zu, ey! Ein P. Purzelbaum. Das ist leider nicht dabei. Was? Nee. So fängt das denn nicht unfair? An. Kacke hier. Ich will jetzt Schaschlik. Mir fällt gerade noch Prometheus an. Ich hätte gerne ein K wie kein Schaschlik für Peter. Wow! In die Wunde, Junge! 1000 Punkte! Jetzt muss ich was nehmen. Was Wichtiges, was Krasses. Ich nehme ein F wie Fick dich, Jay. Das war wichtig. Ja. Oh, Kaba, Junge, Kaba. Lauf erstmal einen Schluck Limonade. Ja, Limonade. Mit Schaschlik-Geschmack. Mit Schaschlik. Hallo, das ist die beste Limonade. Okay, ich hätte gerne ein H wie heute kein Schaschlik für Peter. Lass dabei sein, bitte. Ja! Peter, wird er endlich mal Punkte machen? Oder gibt's heute nicht nur kein Schaschlik, sondern auch keine Punkte für Peter? Ich nehme einfach mal ein J, wie Jay ist gemein zu mir. Oh. Ja, ich hätte gerne ein C, wie Chemie ist ein tolles Fach. Und Peter bekommt kein Schaschlik. Yeah. Ich weiß nicht, ob wir da noch schon mal gefragt haben, aber ich frage mal nach dem F wie Fotze. Nein, hab ich schon selber gefragt, Idiot! Alter. Idiot! Dieses Schachtel macht fertig. Bis dahin, einen wunderschönen Tag noch. Haut rein, liebe Zuschauer, und tschüss. Bye, bye. Ich will Schaschlik. Es ist wieder soweit. Friendly Fire geht in die dritte Runde. Mikkel, der den Spendenstream organisiert und mit diktatorischer Hand führt, hofft auf einen großen Erfolg. Und er soll Recht behalten. In diesem Jahr hat er wegen den 11 Chaoten nur 4 Herzinfarkte während des Streams. Als dann auch noch über 400.000 Euro an Spenden eingehen, ist er überglücklich. Sein Lebensabend ist gerettet. Fuck doch meine Mutter, ey. Nee, mach mal nicht, bitte. Zu spät. Gerade schnell, in dem Moment, wo ich das gesagt habe. Ja, direkt weggelocht, Alter. Sie stand quasi die ganze Zeit bereit. Hat nur auf ja, so, gleich sagt das. Jetzt der. Oh. Also. Hallo, mein Name ist Peter. Hey! Ja, Gual. Ja, nein. Wieso springt ihr denn direkt? Aber ich kann ja gar nichts sagen, wenn ich nicht will, dass das Chicken redet. Jay! Stinkt! Oh, verdammt. Kann ich das auch mit Röpsen steuern? Oh Gott. Da hat wer auf mich geschossen. Oh! Aua! Wo bist du denn? Frauentoilette.
Ja, da bin ich halt gerade. Okay, meine Idee ist, mich abzustoßen und dafür oben hängen zu bleiben. Meine Sorge ist, dazu verkacken und nach ganz unten zu fallen. Uff, sorry about that. Hallo? Hi, Dalu. Fick dich! Kommt da der Nächste. Hallo, Christian. Ja, hier ist ja gar nichts los, ey. Oh, shit! It was at this moment that he knew. He fucked up. Nee, ist schon mal passiert. Selber weggeballert. Ja, ich hab Christian gekillt. Ah, du. Okay, nice. Der belebt den gerade wieder. Bam. Ja, ja. Peter, Sepp. Scheiße. Nice. Aber ich bin halt fucking am Leuchtturm. Ja, dann... Das bist du nicht, Sepp. Oh Mann, dann hat... Der ist am Snipern, pass auf. Oh ja, ich seh. Jetzt nehm ich dich mit. Was mein Kill? Alter, willst du mich verarschen? Die Bombe geht noch eine Stunde. Was denn noch eine Stunde? Aber gut, dass Dalu die gehört hat, ey, mit seinem Cheater-Kopfhörern. Ey, Jay, kannst du noch ungefähr 57 Minuten da oben bleiben? Ja, ja, ich warte, kein Problem.